Nerd Talks. Dieses nicht ganz dicht, das hat mich eigentlich am meisten angesprochen, ja? Weil das ist porös. Das ist nichts, was eben hermetisch abgeschlossen ist. Das wird immer offen bleiben. Wir geben uns eine Struktur, weil wir in eine sehr bestimmte Richtung denken wollen. Und das ist eine Entscheidung. Diese Struktur, die erlaubt uns aber ganz viel Freiheit. So diese Neugier, was wohl für Gedanken möglich wären. Für die Komplexität brauche ich dann wiederum die Neugierde. Eben die Neugierde wird natürlich auch einmal vielleicht vorweg durch ein bestimmtes Staunen einmal überhaupt in Bewegung gesetzt. Darf man da überhaupt dann noch freudig staunen? Brauchen wir auch Mut für die Hoffnung, die Zuversicht, die Neugier? Wie können wir auch diesen Optimismus oder das Visionäre erhalten? Und wenn Veränderung ständig passiert, was soll ich machen, außer neugierig bleiben? Jede Idee für eine der vielen möglichen Zukünfte, die sollte anfangs einmal irrsinnig lächerlich werden. Zum neugierig zu bleiben und offen zu bleiben, diese Idee von Hoffnung. Diese Hoffnung, ja, also die uns dann ja auch wieder handlungsfähiger macht, die uns wieder die Lust in die Hand gibt, in die Zukunft zu blicken. Stubborn Optimism. Und da muss ich nicht optimistisch sein, um das zu sehen. Ich kann realistisch bleiben und sagen, hey, da funktioniert ganz, ganz vieles schon. Nicht immer ganz dicht sein, jetzt kann ich dem ganz viel Sinn geben. Mood Talks. Powered by Die Mutmacherei.